Ja, hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme von Devoa mit neuer Map. Die anderen drei sind auch dabei. Die kommen jetzt dazu. So, noch Bescheid, wenn ihr ready seid. Ewig ja, ne? Ich bin ready. Das sagt dein Charakter aber nicht. Wieso sagt mein Charakter das nicht? Aber da steht nicht bereit. Ja, was muss ich machen, um auf bereit zu klicken? Bei mir ist da so ein Schloss vor. Achso, ich kann Nathan nicht aus... Ah, sorry. Ja, Nathan ist diesmal der... Der Blöde. Sorry. Der Scheiße gebaut hat. Was nehme ich denn hier? Dann... Sam. Nehme ich die... Sam. Ach, warte, Sam ist ja noch frei. Ich dachte, ich hatte Flo. Warum, weil er grau ist? Ja, ja nee, weil du den sonst immer gespielt hast, aber egal. Ach echt? Nee, letztes Mal, bei der letzten Map ging das gar nicht, da war Sam ja der Böse. Chicago, ja. Oh, Intro. USA. Cult-Member Nathan Kasongo has returned to the slaughterhouse he worked at in his youth. Determined to summon the demon Azazel, Nathan uses live pigs as sacrifices to perform the ritual. And as his body wastes away, he is plagued with a hunger that cannot be satisfied. You've tracked your friend down, hoping to reverse the ritual and put a stop to the bloody carnage. Oh Gott. Also irgendwie will jeder von denen Azazel beschwören, aber wenn es da mal einer wirklich versucht, dann verbünden sich alle, um ihn aufzuhalten. Okay, okay. Viel Spaß beim Sterben. Oh. Dankeschön, Vanita. Interessantes Konzept. Warte auf das Spiel, beginn durch den Horst. Ja, was ist denn mit dem Horst? So, wer geht denn da von euch gerade rückwärts? Hey, ich glaube, wir müssen die alle aufhalten, weil die irgendwie das alles nicht richtig hinkriegen. Oh, hier ist eine Kanne. Hier sind Knochen. Hier sind Schweine. Ja, ich glaube, Schweine. Hat er ein Fotoapparat für die Knochen? Wir sind auch mit dem Van angekommen, also. Ne, diesmal ist ich glaube, ihr habt an die Kopfkamera gedacht. Na, hoffentlich. Ach, hier ist noch eine Kanne. Kanüle? Eine Granate? Eine Kanne. Öl, dann brauchen wir diesmal Öl. Oh, hier ist so ein Lüftungsschacht, durch den man kriechen kann. Hier sind böse Schweine. Ja, da vorne böse. Auch. Was heißt böse? Und hier ist Kacke. Rote Augen im Käfig waren die da vorne. Ja, und die Kacke kann man nehmen. Ja, hier sind auch welche im Käfig. Hier ist ein Zettel. Rezepte für gekochte Schweinekopf. Oh, Haare, Augen, Schnauze und Gehirn entfernen, zum Beispiel und Salzwasser einweichen. Also wir müssen diesmal die Schweine töten. Was? Kopf gut abtropfen lassen, in einen großen Topf legen, Kopf in kaltem Wasser bekippen, 3-4 Ich glaube, wir brauchen die Kacke von den Schweinen. Ne, ich glaube, wir müssen weil die konnte man opfern. Oh, hier ist ein Zettel. Einsammeln. Wie sammelt man den? Ach, da. Ich kann ja nur eine Kanne nehmen. Man kann hier auch hochgehen. Man kann die Kacke einsammeln. Ja, das sag ich doch. Ihr habt Kacke eingesammelt? Dieses kleine Schweinchen ging auf den Markt. Dieses kleine Schweinchen sieht so aus. Dieses kleine Schweinchen hatte Roastbeef. Dieses kleine Schweinchen hatte niemanden. Und dieses kleine Schweinchen hat niemandem was getan, nur weil ich ihm den scheiß Kopf abgeschlagen habe. Also das Schlüssel müssen wir auch finden wieder. Ja, wollte ich auch gerade sagen. Oh, ich bin wieder am Anfang. Lol. Wurde im Kreis gelaufen. Wo war die überhaupt? Keine Ahnung. Da unten ist irgendeine Tür mit irgendwas grün. Hast du gerade gesagt, du bist oben? Ja. Es geht nach oben? Ja. Ah. Ja. Ja, so klein wird die Map jetzt nicht sein, ja, immer recht. Nein, wir haben ja noch nichts. Was hast du getan? Ich bin nur an die Tür gegangen. Ah, hast du einen Knopf gedrückt? Drück doch die andere Knöpfe. Hab ich nicht. Ich bin einfach nur dran gegangen. Ich habe nichts gedrückt. Oh. Was macht ihr da? Keine Ahnung. Was machst du da im Käfig? Ist er eingesperrt? Nicht im Käfig. Aha.
Man konnte wirklich nichts drücken. Ja, ja. Das ist wieder voll. Okay, gib einfach zu, dass du den Knopf gedrückt hast. Nein, ich habe ihn wirklich nicht. Das passiert doch auch gedrückt. Nicht. Ja, weiß ich nicht. Also letztes Mal. Wir haben den Generator angemacht, darum geht jetzt ja auch das Licht. Auf den anderen Maps lief der ja, das der Böse ja auch immer schon rum. Bevor er richtig jagt und so. Wo will er denn hin? Oh, hier sind Schweine auf dem Boden so, nicht im Käfig. Und fressen hier gerade einen auf. Okay. Also, eine Leiche. Ja, cool. Kann man machen. Wow, die rennen weg. Warum rennen die weg? Was war das gerade? Ah! Erschreck mich doch nicht so. Ich dachte, wo krieg ich die Hände jetzt hin? Da krieg ich mal hinterher. Hier ist eine Tür. Achso, nee, das geht. Nee. Ah, hier geht's in den Keller. Oh, Keller. Yes! Es gibt irgendwie oder überall einen Keller. Und mein Licht, flackert euer Licht auch? Nein. Nee. Wurde der Brief schon gelesen? Ja. Du willst mal vorkriechen hier durch den Gang? Ja. Das ist ja eklig, zwischen den Schweinen durchzugehen. Macht schöne Geräusche. Oh, jetzt flackert das Licht, ja. Ja. Wo seid ihr reingeklettert? Rappelt. Die Taschenlampe geht hier nicht mehr. Da oben steht auch einer. Oh, ich will das sehen. Ich sehe nichts. Da oben steht einer. Hoch. Keller muss sein. Achso. Geh mal hin. Und dann? Was? Dann sind sie aber weg. Der, hier liegt noch ein Brief, ne? Ich glaube, der hat Chris schon gelesen. Nee, ist ein anderer. Achso. Glaube ich. Also von hier können wir mal die Schweine da reinschmeißen, oder? Wir springen selber rein. Springen rein. Warte, ich mach an. Ich komm hier nicht raus, ne? Was seid ihr denn? Ich such mal einen Medi. Ja, hier vorne waren welche. Hi. Hallo. Hört er aber auch was? Ja, ich höre auch was. Ja, der läuft jetzt hier irgendwo rum. Ach so. Oder ist es ein Medikit? Ah, da hinten ist ein Medikit. Na, hier sind wir wieder rausgekommen. Okay. So, Nummer 1. Mhm. Ah, da hinten ist er. Hä? Ja, der ist irgendwie bei mir. Ich höre ihn zumindest sehr laut. Da. Das ist so unübersichtlich alles hier. Direkt da. Ja, ja, das ist erstmal Medikit. Schwein! Ich hab schon zwei Schlüssel gefunden. Hier ist es kein Milch. Achso, du hast schon Milch. Ich hab so zwei noch nicht gesehen. Also Schweine sind hier die Mini-Bosse, die Mini-Gegner. Mhm. Sieht man keine im Rollstuhl, okay. Besser als diese scheiß Geister. Die ausweichen. Mhm. Ja. Okay, also wir brauchen das Öl, um den Grinder anzuschmeißen, warum auch immer man dafür Öl braucht. Ein Generator und so, ne? Ja, aber so viel jedes Mal. Bei Batterien und so, bei Sicherung kann ich das verstehen, bei Benzin, aber bei Öl. Ist ja nicht so, dass ich das verbrauche. Achso, das ist kein Benzin, das ist Öl, stimmt, ja. Das ist ja Öl, kann deswegen. Ja, ist auch egal, und wir müssen da dann wahrscheinlich die Schweine reinschmeißen. So, welche Schweine? Schweine? Ich glaube, die Kacke von den Schweinen. Ganz am Anfang waren Schweine. Ich glaub, nee, die Kacke müssen wir ganz sicher nicht reinschmeißen. Wer weiß. Die ganz am Anfang waren Schweine. Die mit der irgendwo. Ich meine, wir brauchen ja immer irgendwas, um die anzulocken, oder? War da nicht irgendwas mit bei den Ratten zumindest? Ach du Scheiße. Man kann aber nur die Kacke aufnehmen. Ja, dann nimm doch mal die Kacke auf. Ich hab eine Ölkanne. Also, wir brauchen Schlüssel für den Stall. Also, wir brauchen Schlüssel für den Stall? Ich meine. Ja, gut. Also, ich habe. Ach, hier halt ist nicht Schlüssel. Hoch. Das ist ja gut. Hier, das ist offen. Vierter Tierstall. Ach, ist auch der Schlüssel. Oh. Ja, dann ich doch. Habe schon zwei, habe ich doch gesagt. Was war das? Es läuft ich weg. Du dumme Sau. Wo müssen wir es denn hintreiben? Ja, wahrscheinlich in den Grind. Boah, ich bin fast in den Typen reingerannt. Mann. Verrückt. So eine dumme Sau. Was dreht sich? Kann das nicht irgendwo, wer den Schlüssel hat? Ja, die Knochen verloren. Oh, was stand das doch? Tab? War das nicht mal Tab?
Ist doch ein Schlüssel. Ah, hier ist noch ein Schwein. Achso, ich habe keinen Schlüssel. Ich habe auch keinen. Dritten, so, ich habe jetzt Hacke aufgesammelt oder gegessen. Sehe ich irgendwie anders aus? Nee. Du hast Kacke gegessen. Ich hab's aufgesammelt, es ist nicht im Inventar. Oh, was ist das denn? Das ist ja cool. Okay, es gibt ja auch solche Typen, die auf den Boden krabbeln. Klasse. Als Gegner. Oh, ich konnte hier so einen Knochen aufsammeln, vielleicht müssen wir die damit anlocken. Das macht Sinn. Ja, der hier lag auch schon ein Knochen im. Aber wozu dann die Kacke, die man aufsammeln kann? Vielleicht. Warum hast du die gegessen? Hey, es ist auf jeden Fall nicht im Inventar, deswegen. Wo soll es sonst sein? Wenn musst du immer Kacke essen? Ja. Ja. Aber warum? Ich hab Koprophilie. Ey, was ist das? Achso, irgendein Draht habe ich gefunden. Achso, so ein Collectible. Mhm. Ich nehme mal eine Ölkanne mit. Oh, das ist wirklich schon sehr groß, die Map, ne? Ja, und verwirrend. Ja, muss ich jetzt ein bisschen reinschnippeln hier. Okay, mit so einem Knochen kann man die fangen. Alter. Ja, dann bring mal einen zum Grinder, weil ich hab Öl. Und was das Zimmer nicht wieder aus. Wo war denn der Grinder? Wo bist du denn jetzt schon wieder hin? Durch den Freezer und dann. War eben nur neben dir, wo bist du denn hin? Durch den Freezer. Ah ja, hier. Ich weiß ja nicht, was für das Rädchen hier ist. Achso, kannst du da einen Haken hängen da oben? Na toll, da sind zwei Ölkannen drin, weil wir vorhin welche in der Hand hatten, als wir da reingesprungen sind. Scheiße. Nein! Nein! Wieso hat der den da nicht reingeworfen? Ich glaube, du musst ja den Haken hängen da oben. Wirklich, ja. Und dann unten über das Rädchen lässt man das runter. Wo ist das hingerannt, das Schwein? Kannst du das? Ja, das ist da durch den Lüftungsschacht hier abgehauen. So, ja, ich hab jetzt. Wir brauchen einen Knochen, das wieder einzusammeln, oh, leider. Das ist schlecht. Hm. Ich versuche mal die Kühlkannen. Okay, es hat gerade nicht funktioniert. Ja, das können wir machen, wenn das Schwein drin war. Dann müssen wir ja, dann läuft der nicht mehr. Dann müssen wir wieder neues machen. Ach, nee, das ist 10. Ach, das sagst du mir jetzt? Nee. Ist ja meistens so, dass nach einer Benutzung ist er wieder neu gestartet werden muss. Ich kabel mal zum Medipack. Ihr braucht halt alle Medipacks, ist okay. Haben wir nicht unendlich? Oh, nee. Nein. Zwei noch? Drei! Okay, also Knochen suchen. Wir können ja vielleicht schon ein bisschen taktisch vorgehen, indem wir das ganze Öl zum Meat Grinder bringen. Zwei sind ja schon da. Ja. Ja. Ja gut, das Problem ist, wir können diesmal die Schweine, also die Bücher nicht, ne? Letztes Mal konnten wir die Bücher alle abstellen. Oder beziehungsweise die Bücher, die man kriegen konnte, hinlegen. Das geht ja diesmal nicht, weil die Schweine ja wieder wegrennen. Ja. Das heißt, wir müssen jetzt wirklich maximal vier auf einmal können wir machen wieder. Oh mein Gott, da kommt ein komisches. Hier ist noch Öl, da ist noch Öl. Oh, crouch doch! Oh, musst du immer aus irgendwelchen Löchern gekrochen kommen? Ja, ich mag es, aus Löchern gekrochen zu kommen. So wurde er geboren. Also. Ja. Ja, ich weiß. Ja, wir müssen irgendwie erstmal Knochen finden, ne? Habe ich die Scheiße jetzt auch gefressen? Wahrscheinlich. Die hat sich ganz langsam aufgelöst. Du bist auch schon wieder eine Batterie. Ja, ich warte nur auf Kribu sein Go. Den haben wir vergessen. Aber scheinen ja wirklich noch nicht viele Knochen da zu sein, ne? Die Knochen kommen immer von diesen kleinen Viechern, die rumkrabbeln auf dem Boden. Ach so. Die droppen die. Die muss man jetzt auch noch farmen. Ja. Ach so, ja, ja. Stimmt. Bei mir hat auch so ein Vieh fallen lassen, glaube ich. Bisher habe ich nicht. Da kommen ja auch wenig von. So ein kleines Vieh gesehen. Oh, hier ist so ein fettes Schwein. Mal sehen, ob es auch einen Knochen fallen lässt. Ne, lässt keinen Knochen fallen. Käfigschlüssel brauchen wir auch noch hier, okay. Ah, hier ist einer. Warte mal, er hat einen Knochen in der Hand, oder? Ich hab Knochen. Okay, der ist aber von meiner Tasche am Boden bereinbuckt. Wie habt ihr das mit dem Schwein gemacht? Auf den Boden legen, dann frisst das Schwein in den Knochen, dann kannst du es greifen. Okay, dann wollen wir noch mal eins häckseln? Ja, häcksel mal eins, vielleicht können wir mehr von den Typen, die Knochen fallen lassen.
Okay. Also oben geht's auch noch in ein, zwei Räume rein, da läuft allerdings auch der Vogel rum. Ja, da war eben noch eine Treppe. Müssen wir nur mal wieder ein Schweinchen finden. Ja, da läuft auch oben. Hier ist ein Collectible. Boah, Alter. Hier ist ein Draht. Ja, Collectible, sammel ein. Hab ich. Bin ich Salat-Ehe. Ist ein bisschen Öl. Da brauchen wir wahrscheinlich wieder nur 8 oder so. Oder ich glaube sogar 10. Kann ich mir gut vorstellen. Oh. Also. Das hat jetzt einfach, wenn wir das erste Mal handeln und das erste Mal einer von uns einen Sprung gestreckt kriegt. Das wird lustig. Welchen denn? Oh ja. Oh, hast du den Tür heute sogar dabei? Oh. Komm her. Weithin so. Ab zum Grinder. Gab's hier auch eine Abkürzung? Hier durch die Gänge wahrscheinlich. Okay, hier ist das Klo. Oh, hier ist noch ein. Nice. Toll, dafür muss ich jetzt ein Medikit hier liegen lassen. Hier ist ein Schweinchen im Lüftungsdach. Hallo. Packst du da gerade in den Schacht rein, Amy? Ja. Okay. Lass mich in Ruhe, Privatsphäre, bitte. Okay, okay, ich bin beim Grinder. Ich packe ihn an den Haken. Ja, das Gebäude ist ja voll groß. Oha, warte, ich will gucken. Wollt ihr das sehen, oder? Ja. Ja, ich bin hier schon versteckt. Okay, Chris, bist du in der Nähe? Warte, wo seid ihr denn? Arme Schweinchen. Ich hab mich verlaufen. Wir haben ein bisschen Gras mit. Mach mal alle Türen zu. Also ich würde es mal ganz blöd drauf tippen, dass wir in den Schächten sicher sind vor dem Typen. Ja, ja. Deswegen habe ich mich hier drinnen verkrochen. Ne, also wenn es gefährlich wird, schachten gehen. Ja, ich schachte doch schon eine ab, du. Warte, warte, wenn du eh schon dabei bist, kann ich gleich noch eins holen, oder? Ja, bring eins mit. Wenn ich eins sehe. Oh, jetzt so ein schönes Steak, ne? Man kann halt nicht alles. Also im Schacht hierher von dem Klo, wo ich durchgegangen bin, war auf jeden Fall noch einer. Oh, mal unten. Oben. Leute, warte, also, knapp hinter mir hat der Speichel noch. Was war das? Aber Flo, willst du nicht mal deinem Bruder Bescheid sagen? Der freut sich doch hier immer sowas. Ja. Der will doch mal falsch. Der will doch mal sehen, wie das Schwein schön gequält wurde vorher. Wo geht's noch weiter? Der hat erstmal eine Auszahlung erhalten vom Karnevalsverein. Hä? Warum das? Ja, der Verein haben sie aufgelöst und die zahlen jetzt das ganze Geld, was die haben, an die Mitglieder aus. Ernsthaft? Verdammt, wer war noch beigetreten? Also umso länger du Mitglied bist, umso mehr kriegst du zurück. Okay. Moppe hat 250 bekommen. Oh. Basti muss bestimmt 500-600 Euro kriegen. Aber wenn die so viel Geld übrig haben, warum löse das dann auch mal gut an keiner Zeit? Ja, keiner macht's mehr, keiner will mehr. Oh. Keine neuen Leute. Wollten wir das nicht machen? Wann denn? Tja, es ist so dreimal im Jahr muss man da was machen, ne? Für. Geht naja. Eigentlich. Ja. So, Chris, wie sieht's aus? Ich finde keins. Ja, da komm her, lass uns schon mal als Hexe. Wir werden eh beim ersten Mal es noch nicht schaffen. Ja, aber dann komm ich runter, wenn ich den Weg finde. Warte, hier ist noch ein Schacht, weil ich hier gar nicht. Der Weg zu euch. Ah, hier ist eins. Sag mal, Dika, was hast du für Probleme? War hier. Ja, immer wieder. Auf dem Geländer sitzt da. So, da bin ich. Kannst so, kurbeln. Ich kurbel ein. Lass krachen. Kurbel einmal rein. Oh yeah. Pack doch 10. Ist das Ding aus? Oh, nächster hängt dran. Oh, er kommt. Ja, warte, springt erstmal rein und holt. Oh ja, wir verstecken uns erstmal. Wo ist er denn?
Weiß ich nicht, aber er rennt auch rum, er ist sauer. Wenn ihr Möglichkeit habt, holt dann auch mal die Ölkanne raus. Bevor wir das wieder anschmeißen. Ist wieder ruhig, oder? Ja, ich glaube. Ich meine, er kann hier eh nur durch eine Tür kommen. Hier sind drei Schacht oder zwei Schachteingänge und eine Tür. Ja, eine versteckte Schacht. Ich glaube nämlich, er kann auch durch die Schächte kommen, aber gut. Ich hoffe nicht. Ich hab noch Hoffnung. So, wie mache ich das jetzt, ohne sie gerade zu sterben? Ey, du springst, du schimpfst doch da nicht. Ja, ich komme aber nicht raus. Oh nein. Ach, du bist jetzt mal nur gestorben rausgekommen? Ja. Und ich kann die Teile auch nicht rauswerfen, oder? Sieht gut aus, was du da machst. Oh, jetzt. Da siehst du. Oh, ich bin so rausgekommen. Was war das? Ich weiß es nicht. Die Tür sind zu. Was? Der ist eingesperrt. So ein Keck, Alter. Aber ich habe eine Kanne rausgekriegt. Ja, geil. Wollt ihr die zweite Kanne auch noch holen? Jetzt wieder offen. Okay, also zwischendurch, ja. Okay. Gut, dann schmeiß ich mal an. Indem ich Öl reinkippe, das Benzin, nee, kann nicht sein. Ja, so als wenn du das Ganze Öl daneben kippst. Ja, ich hinterfrag nicht. So, wer will kommen? Ich bleib hier im Schacht. Muschi. Ey, ich hab ja auch eine. Was dagegen? Na? Boah, schön lecker. Gleich. Dass es noch so lange schreit, das ist so instant tot. Oh. Ja, die Tür ist zu. Das heißt, er kann doch gar nicht reinkommen, oder? 100%ig durch die Schächte. Er muss aber auch hoffentlich langsam krabbeln, sonst kann man ja nicht vor dem abhauen. Okay, wieder offen. Okay, dann Schmeide suchen. Zusammenbleiben, aufteilen. Das ist ein Horrorfilm. Ih, was ist das denn? Oh, Scheiße. Das ist er. Kann sein, dass sie sich verändern? Ja, jetzt krabbelt er auf Beinen, damit er schön durch die Schächte durchkommt. Ach, das ist er! Ich dachte gerade auch, wer ist das? Oh, Scheiße! Wow! Ah! Fuck! Das hat er erst abbekommen. Ja. Und war gut. Geht so. Oh. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Oh, ich hab Knochen. Oh. Ja, okay, also keiner da mal krabbeln. Natürlich Batterie wieder alle. Okay, das ist interessant, wenn man hier stirbt. Ach so, du bist tot. Okay. Ja, ich lag gar nicht erst am Boden, sondern. Und hier sind solche Fallen in dem Raum hier, wo man durchgehen muss, ohne zu sterben. Okay. Aber auf jeden Fall Medikit, dann hebe ich die gleich auf, je nachdem, wo du rauskommst. Ich hab auch eins. Ich weiß nicht, ob du mich. Oh, meine Taschenlampe ist leer. Ich hab den Ausgang nicht gefunden. Ich glaube, ich bin ganz tot. Nee, bin doch nicht. Ich hab ein Schwein. Wenn er aber meint. Das weiß ich auch, Flo. Da hängst du schon mal dran. Aber ich wohl doch den Ausgang gefunden. Wollen wir das schon verbrennen, oder? Hallo, ich mach mal die Tür zu. Verbrennen. Ich bin bei einem Medikit, also braucht er keins mitbringen. Ja, ich hab jetzt auch Tasche. Bin oben, glaube ich. Ich hab bisher nicht einen Knochen bekommen. Hier, bei mir wäre ein Knochen, ich weiß nicht, ob er weiß, wo ich bin. Nein. Sehr gut. Aber ich habe keine Batterie mehr und ich muss weglaufen. Ich häng das Schweinchen mal dran. Ja, häng mal dran und ich guck mal, dass ich auf den Griff komme. Aber ich glaube, hier müsste er nicht lang gehen. Bei mir droppen einfach keine Knochen. Ne, das droppen nur die ja, Chris. Viecher ohne Beine. Ich glaube, du bleibst tot. Wieso? Weil der hier gerade vor dem Schacht rumläuft. Also hier direkt vor steht. Oder jetzt? Echt? Oh, hier ist noch ein Schwein. Weg! Weg! Oh! Das ist der Schacht, okay. Außer. Also ich hätte jetzt zwei Schweine. Lauf! Ja, echt? Lauf! Kannst du nur eins sagen?
Eins hängt schon. Oh, Batterie. Achso. Ja. Chris, kannst du da irgendwie wegkrabbeln oder so? Hä? Ich bin oben. Ja, aber kommst du da irgendwie weg? Also. Ich komme hier auch woanders. Ja, ich kann auch woanders hinkrabbeln. Weil ich kam gerade nicht zu dir, weil er genau da hockt und spawn campt. Ich sehe da irgendeine Taschenlampe gerade am Ende vom Gang. Uhr verlaufen wieder hier. Ja, du. Ah ja, genau, da kommst du hier raus. Perfekt. Na, da ist auch kein Medikit. Unter uns sind aber welche. Hab ja eins in der Hand, das ist ja egal. Was du guckst, wie ich zu dir komme. Ja, warte, ich komm runter. Ja. Ich weiß halt nicht, wo jetzt. Ah ja, okay, da. Oh, hier verläuft er sich echt schnell. Ja. Da ist ein Schwein gegenüber. Ja. Ja, komm, ange. Oh, hier. Okay, warte, ich heb dich auf. Ach, hier hinter kommen die her. Okay, du hast ja so Flurten Schwein, eins hängt. Du hast, holst jetzt ein Schwein? Ich hab keins. Also, bisher. Nein, ich hab nicht mal einen Knochen. Ach, unter der Kacke sind die Schlüssel. Ach. Kacke ist die Schlüssel. Beine haben also die Kacke, die Schlüssel gefressen. Dann mach mal hier auf. Was auch? Achso. Den hab ich nicht. Okay. Habt ihr schon den Stall, wo so viele drin sind, aufgemacht? Nee, weiß nicht. Der war irgendwo. Am Anfang, oder? Am Anfang, ja, wo man durch so einen Schacht auch musste. Wieso? Krieg ich Schaden? Der Typ ist hier hinten beim Grinder. Man kriegt Schaden im Blut. Das ist eine Blutlache auf dem Boden, was Schaden macht. Nur so als. Hier ist ein Klo. Ja, er kann doch sehr gut durch den Schacht krabbeln. Flamingo! Das hat er gerade gemacht, oder? Ja, ja, oh! Was Alter, hat er gemacht? Ah, okay, ich hab den Käfig, wo so viele drin, wo fünf Stück drin waren, aufgemacht. Hm. Ja, es waren nur noch fünf Knochen. Alter, ganz ehrlich, da war mir der Revolver-Heini ein bisschen lieber. Alter, hör auf. Ja. Oder die andere, die eigentlich alle bis jetzt außer der. Der ist schon. Alter, leicht verstörend. Okay, was machen wir jetzt? Machen wir jetzt noch ein. Also eins habe ich auf Tasche. Ja, ich weiß nicht, vielleicht droppen die, kommen danach also erst wieder neue Knochen oder neue Viecher mit Knochen. Ich würde sagen, ich schmeiß das hier mal an und dann wechseln wir zwei. Schmeiß mal an den Hobel. Warum wackelt eigentlich das ganze Gebäude, wenn das nicht angeht? Wir haben zwei Liter Boxermotor, Zylinder, was weiß ich was. Schwein hängt. Ja, schön. Was schiebt der eigentlich für eine Welle hier? Hier rein will er gar nicht kommen, oder? Ich weiß nicht, beschreiben. Also wo ich hier gewartet habe vorhin, war er hier kurz drin. Vielleicht weil die Tür zu ist. Weiß ich nicht. Läuft das Ding hier schon? Ja, durch die Schächte kommen. Ja, läuft schon. Kann's anbeißen. Ich guck mal hier in den Schacht hier oben. Wenn er hier kommt, sag ich Bescheid. Man kann ja kurz aufhalten mit UV, ne? Ja. Weiß nicht. Außer war noch rote Augen. Ich hab nicht so das Gefühl, als er mich gejagt hat. Hier sind alle lachen. Ja. In den Tür. Ich weiß halt nicht, wie schnell der in den Schächten dann ist, wenn er jagt. Weil wir sind da ja nicht wirklich schnell drin. Wenn der hier die Tür zumacht und durch einen Schacht reinkommt. Ja. Sehr gut, ne? Okay, also wieder los.